In der katholischen Kirche werden Gerüchte laut, Papst Franziskus könnte seinen Rücktritt vorbereiten. Der Heilige Vater ernannte gestern 20 neue Kardinäle, allerdings nicht wie sonst im Herbst, sondern in der römischen Sommerpause. 16 davon sind unter 80 Jahre alt, also wahlberechtigt bei einem möglichen Konklave. Zudem pilgert Franziskus heute zum Grab seines Vorgängers Coelestin V. in L'Aquila. Er war im 13. Jahrhundert zurückgetreten, genauso wie Papst Benedikt.